Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir befinden uns heute im Eine Welt-Haus in München. Eine Welt, das trifft sich sehr gut, denn wir sind nur eine Welt und wir haben auch nur eine Welt. Aber wenn ich mir die Politik so anschaue und das Verhalten vieler, dann könnte man daran Zweifel hegen, ob das jedem bewusst ist, dass wir nur eine Welt haben. Wir verbrauchen unsere Ressourcen bereits im August und leben auf Pump quasi und der Pump heißt Regenwald. Der ist noch da, die Frage ist, wie lange noch? Es liegt an uns, an unserer Politik, hier Einfluss zu nehmen und hier positive Verbesserungen oder Veränderungen vorzunehmen. Wir haben unzählige Kriege, wir haben unzählige Umweltprobleme und das sind die Herausforderungen der Zukunft. Wir haben insgesamt momentan sehr viel Populismus in Deutschland, in der Politik. Wir diskutieren über Obergrenzen, wir diskutieren über Grenzkontrollen, wir diskutieren über Afris und so weiter und so fort. Um davon abzulenken, die tatsächlichen Ursachen anzugehen. Ich höre nichts. Wir haben so viele Parteien, 116 Parteien in Deutschland, 10 etwa sind bekannt, einige sitzen im Bundestag. Und die beschäftigen sich nicht mit den Ursachen, die uns jetzt beschäftigen, die uns aber auch noch viel länger beschäftigen werden. Und wenn wir nicht die Politik ändern, wird diese Welt zugrunde gehen. Wir haben, und ich zitiere da hier einen Afrikaner, einen Äthiopier, der sagt, die aktuelle Flüchtlingskrise ist nur der Anfang. Wir kennen die Ursachen sehr gut und müssen endlich handeln. Er sagt, die aktuelle Flüchtlingskrise ist vor allem den Ereignissen im Nahen Osten geschuldet. Dabei gerät eine langfristig viel bedrohlichere Entwicklung aus dem Blick. Die Völkerwanderung zehntausender Afrikaner nach Europa. Prinz Asarat, so heißt er, ein Kenner des afrikanischen Kontinents, beschreibt die Ursachen dieser Massenflucht und appelliert an die europäischen Staaten, ihre Afrikapolitik grundlegend zu ändern. Andernfalls werden es bald nicht nur Tausende, sondern Millionen von Flüchtlingen sein, wird diese größte Herausforderung Europas im 21. Jahrhundert in einer Katastrophe enden. Für Afrika und für Europa. Ich habe mir die Mühe gemacht, die Zahlen anzuschauen, weil man kann sich das nicht so vorstellen. Wir sind hier im sicheren Europa, im sicheren Deutschland. Uns geht es gut, den meisten zumindest. Wir haben in Afrika aktuell 1,2 Milliarden Menschen. Etwa halb so viel leben im Kontinent Europa. In 30 Jahren wird die Zahl in Afrika sich verdoppeln. Also ich habe es erwähnt, Milliarden, 1,2 Milliarden verdoppeln sich. Was das bedeutet, hat dieser Prinz Asarat in seinem Buch auch zum Ausdruck gebracht. Wir müssen uns, wenn wir Europa schützen wollen oder helfen wollen, müssen wir uns um Afrika kümmern. Und das heißt nicht Ausbeutung, das heißt Schutz, Brunnen bauen und so weiter. Ich komme gleich zu den Beispielen. Wir hatten in Deutschland, bis die V-Partei hoch 30 vor 8 Monaten gegründet hatte, wir hatten in Deutschland keine Partei, die sich dagegen wehrt, dass wir hier billiges Fleisch produzieren in Europa und nach Afrika verschaffen, exportieren, jahrelang sogar von der EU subventioniert. Ein Skandal. Wir mischen uns in die dortigen Märkte ein, ja, wir machen sie sogar kaputt. Wir interessieren uns nicht für die Menschen, wir haben kein Interesse daran, was passiert mit den Bauern vor Ort. Können die noch überleben? Viele können es nicht, viele hören auf, viele begehen Selbstmord, viele suchen ihr Heil in der Flucht. Wir haben in Deutschland keine Partei gehabt, die etwas dagegen unternommen hat, dass Nestlé, ihr kennt diesen Großunternehmer, in Afrika sich die Grundwasservorräte sichert, privatisiert, schmutzige Geschäfte mit den Staatskonzernen macht, dieses Wasser in Plastikflaschen abfüllt und außer Landschaft. Die Leute vor Ort haben überwiegend keinen Zugang zu sauberem Wasser, werden krank und wir schauen zu. Wir lassen es zu, unsere Frau Merkel, Bundeskanzlerin, unser Wirtschaftsminister Gabriel und so weiter lassen es zu, dass Nestlé dieses Wasser in Europa, auch in Deutschland, in die Regale stellen darf. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Skandal. Dagegen müssen wir uns wehren.
Europa retten, müssen wir Afrika helfen. Aber natürlich die Probleme, Afrika ist ein Teil davon, es gibt noch viel mehr und wir müssen die Probleme global betrachten. Wir haben immer wieder in den Medien zurzeit, das ist das Gute daran, schon auch die Möglichkeit, Informationen zu kriegen. Informationen müssen aber auch bedeuten, dass wir uns an den Ursachen ranmachen und auch Veränderungen herbeiführen. Wir haben in Deutschland eine Massentierhaltung, sondersgleichen. Wir importieren Futtermittel aus Südamerika, um unsere Tiere zu mästen, um unsere Tiere regelmäßig im Münchner Schlachthof reinzufahren und umzubringen, um sie zu verspeisen. Wir haben alle 6 Sekunden einen Hungerstod zu vermelden auf dieser Welt und das interessiert niemanden. Ich frage mich, Frau Merkel, Herr Gabriel, Herr Bundeslandwirtschafts- und Verbraucherschutzminister Schmidt, ist das Ihr Ernst? Wollen Sie der Sache noch länger zuschauen oder wollen wir endlich handeln? Die Ursachen dieser Massentierhaltung, die sind längst bekannt, die Auswirkungen ebenfalls. Und ich muss immer lachen, wenn ich höre von EU-Klimagipfel, da treffen sich alle Staatsleute und setzen sich tagelang zusammen und ringen ein Ergebnis aus, wo man dann am Anfang schon sagen kann, okay, sie haben es doch mit drin, ja, die Landwirtschaft. Es ist irgendwo erwähnt, dass die Landwirtschaft Auswirkungen auf unser Klima hat. Man versucht hier kleinere Lösungsansätze, wo man sich denkt, na gut, wenn sie die wenigstens umsetzen würden, wäre ja schon ein Schritt erreicht. Und was passiert in Deutschland? Frau Merkel, Herr Schmidt oder auch unser Herr Sigmar Gabriel kassieren diese Dinge ein. Eins nach dem anderen, klammheimlich werden die Themen, die unsere Agrarindustrie, unsere Agrarlobby etwas schaden könnte, einfach gestrichen, einfach rausgenommen, sodass es keiner merkt. Wollen wir das zulassen oder wollen wir diese Leute abwählen endlich mal? Ja, so ist es. Und wir sind dafür da, die V-Partei ist dafür da, diese Risse zu kitten. Die V-Partei wird als einzige Partei der staatspolitischen Verantwortung gerecht. Wir haben die wichtigen Themen in unserem Programm aufgenommen und wir werden den Bundestagswahlkampf nutzen, um auf diese Themen aufmerksam zu machen. Wir brauchen mehr Verantwortung, wir brauchen mehr Vernunft. Das ist das, was ich diesem Land wünsche und wovon es zu wenig hat. Wir brauchen kein Weiter-so, wir brauchen eine ökologische Revolution, eine Rebellion, wie es die Barbara Rüthing gestern mir auch nochmal ins Ohr flüsterte. Zeit für Veränderungen, Zeit für die V-Partei. Vielen Dank und einen schönen Tag.